Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit The Wild at Heart. Und wir brauchen noch ein paar Teile für unseren Hain. Aber um an einige Sachen ranzukommen, brauchen wir andere Elfling-Arten. Es gibt nämlich noch verschiedene davon. Also wir haben hier die einfache Variante, die einfache Variante halt. Es gibt noch Feuerelflinge, soweit ich weiß. Und es gibt Eiselflinge. Ja, und die müssen wir uns erstmal, finden. Und wir gehen mal wieder ein Stück zurück. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir die Feuerelflinge, die wir auch brauchen, um die Dornen wegzumachen, am Anfang, also was heißt am Anfang, hier, wir müssen hier nochmal zurückgehen, denn da sind sie uns ja das erste Mal schon erschienen. Die sind nämlich irgendwo oben verschwunden. Jetzt muss ich mir mal die Karte aufmachen. Das war, glaube ich, hier im mittleren Wald. Bin der Meinung, irgendwo hier, ich glaube, hier oben sind sie. Und da müssen wir erstmal hin. Also, ich glaube, das habe ich so ein bisschen verpasst. Ich gehe mal wieder hin. Ich gehe mal wieder dorthin und gucke mir das mal an. Weil ohne diese Elflinge kommen wir nicht weiter. Wir brauchen die unbedingt. Deswegen bringt das auch nichts, dort weiterzumachen. Auf der anderen Seite. Ich muss halt darauf achten, dass ich hier wirklich meine Elflinge nicht verliere. Ich habe 21. Gut, ich hätte mir noch ein paar machen können, bevor wir los sind. Aber die Herzen können wir doch hier einsammeln, oder? Ja, das jetzt auch noch. Ah, übrigens muss ich eins nehmen. Denn Wake. Wake, der hat ein Herz zu wenig. So, dann essen wir das mal hier. Und nochmal. Ah, ich hätte auch eine Mahlzeit nehmen können. So. Dann gehen wir mal hier lang. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich gucke mal auf die Karte. Ja, wir müssen noch ein Stück weiter rüber. Hier hoch. Ich glaube, hier oben war das. Ah, ja. Wir gehen mal dahin. So ist wieder die Pilzarmee. Sammeln wir ein. Die leuchtenden Dinger. So, hier geht's nicht weiter. Gehen wir hier unten lang. Ja, den kriegen wir nicht bewegt. Gut. Und wieder giftige Pilze. Ah, ich bin der Meinung, dass das hier oben war. So, wir machen die Kröte hier erstmal kaputt. Oh, da kommt schon die nächste. Ui! Müssen ein bisschen aufpassen. Da kommt schon die nächste. Gefährlich. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Oh. Oh. Ah doch, die eine haben wir. Die eine haben wir erledigt. Oh nein. Die tötet alle unsere Elflinge hier. Wir haben auch zu wenig, glaube ich. Versuch's nochmal. Jetzt trete ich auch mal mit hier. Muss aber aufpassen, dass ich nicht drauf gehe dabei. Ah, jetzt macht sie wieder ihren Stampf. Ihre Stampfattacke. Mach mal rauf. Ich verliere immer mehr Elflinge. Und ich verliere auch fast hier ein Leben. So. Ah, jetzt haben wir es. Nee, noch nicht ganz. Oh, ich muss echt aufpassen. Kirby hat auch schon ein Leben verloren. Wir essen dann mal hier eine Mahlzeit. Oh, krass. Okay. Haben wir gleich Kirby mitgeheilt, sehe ich gerade. Das ist gut. So, auf die Kröte rauf hier und weg. Perfekt. Oh, wir haben gar keine Elflinge mehr. Wir müssen uns neue machen. Oh, Froschemals. So.
Ja, genau, hier war das. Hier muss ich rüber, aber ich glaube, ich brauche Elflinge. Ich hole mir mal welche. Das heißt, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Da müssen wir hin. Ich muss hier runter. Ich brauche einen Lagerplatz. Hier ist keiner. Zurückgehen will ich auch nicht. Da muss ich wieder gegen die Kröten kämpfen. Wir gehen mal hier. Kommen wir hier vorbei. Hab's. Hier muss doch irgendwo ein Lager sein. Ich glaube hier rechts. Nein, hier kommen wir nicht vorbei. Und hier sind die Giftpilze. Und hier oben sind die Eispilze. Oder was auch immer das da oben ist. Eisgestrüpp. Nein, wir kommen hier nicht weiter. Verdammt, und es wird... Wird dunkel? Hat sich so angehört, ne? Gong. Hier müssen wir auf jeden Fall... Hier muss ich auf jeden Fall rüber. Hier kann ich auch rüber. Und hier oben ist nämlich das Rad. Und dafür brauche ich 4 Elflinge, um dort hochzukommen. Dort oben. Da oben sind sie. Da. Da sind die Feuerelflinge. Das heißt, ich muss jetzt doch nochmal zurück. Oh, zum Lager. Und mir Elflinge holen. Das ist ja doof. Ja gut, dann machen wir das mal eben. Ich hoffe mal, dass ich noch genug, Zweiglinge heißen die, genau. Zweiglinge. Schnelle Arbeit, Giftimmunität, florales Wachstum. Ah, die können sogar Pflanzenwachstum fördern. Okay, können Bäume pflanzen? Habe ich das richtig gelesen? Zweiglinge entstammen den verschiedenen Pflanzen und Bäumen des Waldes und haben die Fähigkeit, Pflanzenwachstum zu fördern. Okay, vielleicht. Das haben wir noch gar nicht eingesetzt. Aber ich muss erstmal irgendwie... zu einem Lager hin. Gehe ich mal hier unten lang. Hier ist der Wohnwagen. Brauchen wir auch. Ah ja, hier ist der Hain. Genau. Dann gehen wir zum Hain. Perfekt. So. Jetzt machen wir uns mal schnell wieder Elflinge. Hier ist der Brunnen. Elflinge zurückziehen. Nee, wir wollen Elflinge Untätige entlassen. Haben wir Untätige? Ja, 4 Stück. Okay. So, schlüpfen lassen. Nein! Nein, verdammt. Ich kann gar keine herstellen. Verdammt. Ich habe keine Samen. Das muss ich alleine. Okay, gut. Hier waren ja, hier vorne waren ja ein paar Kürbisse. Muss ich Kürbisse alleine kaputt treten? Eieieiei. Nee, hier sind nur die einfachen Dinger drin. Kann ich die nicht mal im Strahl? Nee, krieg ich auch nicht kaputt. Das ist ja jetzt blöd. Dann suchen wir uns mal schnell hier die Kürbisse. Da unten ist schon einer. Ich glaube, da fallen immer nur 1 oder 2 raus. Oh, das wird ja mühselig jetzt. Und das braucht so lange. Nein. Verdammt. Warum hilft Kirby eigentlich nicht? Oder ist sie vielleicht Stärke? Ich lass sie gleich mal treten. Oh, das dauert ja ewig. Nein. Ah doch, 3 Stück. 3 Stück. Dann gehen wir wieder zurück. Vielleicht sind hier unten auch noch welche. Wir brauchen nicht so weit laufen. Ja, hier ist noch einer. So, wenn wir jetzt hier wieder 3 rauskriegen, das wäre perfekt. Glitzer haben wir genug. Würde ich jetzt mal behaupten.
Damit 1396. Oh, das dauert aber auch. Komm, Ray, komm. Tritt dagegen. Drei Stück? Drei Stück. Und den kann ich schon gar nicht mehr mitnehmen hier. Inventar. Fünf Stück habe ich. Nee. Kann ich das nicht rausschmeißen? Ach ja, ablegen. Genau, das schmeiße ich mal raus. Ich will hier noch ein paar sammeln. So, fünf Elflinge könnte ich jetzt mal. Das müsste sogar reichen. Ich könnte schon welche herstellen. Ich gucke aber nochmal, ob hier noch so ein Kürbis rumliegt. Nimm ich den gleich mit? Ja, hier unten ist noch einer. Jetzt haut Kirby. Hat die mehr Kraft? Nee, dauert genauso lange. Dauert genauso lange. Dann können wir uns nämlich 9 Stück machen. Das reicht auch erstmal. Um das Rad dort oben zu reparieren. Okay, so. Zurück, 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 zurück. Ab zum Hain. Das habe ich nämlich, genau. Die Feuerelflinge hätte ich schon viel, viel eher holen müssen. Da wäre ich jetzt vielleicht schon ein Stück weiter. So. Ah, schlüpfen lassen. Zack, 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 zack. 9 Stück. Perfekt. Super gut. So, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Wir wechseln mal zu Wake. Es ist noch am Tage, das ist gut. Dann gehen wir da jetzt auch hin. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ich könnte die Herzen mitnehmen. So. Hier hoch. Genau, die Elflinge, die kommen nämlich hier nicht rüber. Das heißt, ich muss sie rüber werfen. Ich platziere die mal alle da drauf. So. So, und dann sauge ich die von hier an. Geht das? Ja. Sehr schön. So, hier unter den Blättern ist noch ein bisschen Schrott. Hier auch. Oh, sorry. Nein, jetzt seid ihr da reingelaufen. Aber das reicht. So. 4 Stück brauche ich. Ah, sehr schön. Perfekt. Und das Rad drehen wir einmal. Und schon öffnet sich das Tor. Gut, sehr gut. Es wird dunkel. Es wird dunkel. So, alle hier rauf. Wir gehen hier rüber. Ansaugen und hoch. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Ah, hallo meine kleinen Freunde. Glutlinge heißen die. Okay. Zweiglinge sind mit Feuer durchtränkt. Ausgezeichnete Kämpfer und immun gegen extreme Hitze. Zudem sind sie in der Lage, ein Feuer zu entfachen, wenn sie in großen Gruppen auf trockene Brombeeren geworfen werden. Feldelfling-Kapazität wurde um 5 erhöht. Halte RB, um zwischen Elfling-Typen zu wechseln. Halte LB, um Elfling-Aktionen auszugeben. Okay, RB können wir sie wechseln. Sehr gut. Das machen wir gleich mal. 2 Stück haben wir. Oh. Ah, hier ist das Rad, was wir brauchen. Hier ist das Rad, was wir brauchen. Nee, das kriegen wir hier nicht kaputt, aber wir kriegen hier 5 Stück brauche ich. Okay, da müssen wir uns welche machen. Das heißt, wir müssen Kürbisse fangen. Kürbisse kaputt machen. Kürbisse kaputt machen. Wir müssen aber ein bisschen warten, denn ja, da ist er nämlich schon. Ist der irre? Geh weg. Geh weg. Wollen wir schnell zum Hain laufen? Oh, ich glaube, das ist echt crazy. Das ist echt zu riskant, oder? Ist das zu riskant? Ich laufe einfach. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh, da sind nämlich schon. Oh, da die Kürbisse. Schnell, 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 schnell. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Da ist er schon. Lauft. Lauft, meine Babys. Lauft, lauft.
Huh, geschafft. Das haben wir geschafft. Wir brauchen 5 Stück. Wir gehen erstmal schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Das war hier oben. So. Speichern dann auch nochmal gleichzeitig. Genau, 5 Stück machen wir uns jetzt fertig. Vielleicht können wir auch die eintauschen jetzt. Aber ich glaube nicht. Die Zweiglinge. Ah ne, wir brauchen... Oh, ah, wir brauchen sogar Feuersamen. Oh, aus was kommen die denn raus? Wo kriege ich die denn her? Ich hole erstmal alle zurück. Die und die 2. So, alle am Start. Wo kriege ich jetzt die Glutsamen her, die ich brauche für die Glutlinge? Kriege ich die aus dem Rot? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil ich musste ja mit 5 Glutlingen zerstören. Oh nee, bitte nicht essen. Nein, 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 nein. Spuck ihn wieder aus. Darf nicht sterben. So, hier sind noch Kürbisse. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier Glutsamen rauskommen. Ja, jawohl. Sehr gut. Perfekt. Kann ich die nicht einsammeln? Doch, Glutlingsamen enthält den Lebensfunken für einen Glutling. Versetze Samen am nächsten Geisterbrunnen mit Glitzer, um einen Elfling schlüpfen zu lassen. Jawohl. Komm, schon einsammeln. So, wie viel haben wir denn jetzt? 3 Stück? 2? Das reicht. Das reicht. Wir gehen schnell zurück. Und holen uns noch die 3 Glutlinge. Dann können wir nämlich... Oh, hier ist noch ein Kürbis. Den nehmen wir noch mit. Die sind aber normale nur bei. Dann können wir nämlich hier den Wohnwagen uns auch holen, glaube ich. Den brauchen wir. Ah, wir möchten welche schlüpfen lassen. Und zwar 3 von diesen. Super gut. Kommt mit, meine Freunde. So, jetzt zeigt er mir auch unten an, dass ich 5 von diesen Glutlingen habe. Und ich die auch gerade angewählt habe, um irgendeine Aktion auszuführen mit den Dingen. Jetzt gucke ich mal. Hier kann ich die wechseln. Genau. Gegenstände ablegen. Separieren. In Truhe liefern. Okay. Oh. Hä? Hä? Was sind da 5 Stück? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. 1. Achso, das sind normale. Ah, jetzt. Ah, die setzen das in Brand. Sehr gut. Brenne! Ja, nicht der Wohnwagen. Aber das Gestrüpp da drumherum. Boah, cool. Jetzt haben wir den Wohnwagen. 15 Stück? Hab ich. Hab ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 habe ich sogar. Ja, geil. Ja, trag den mal weg. Den guten alten Wohnwagen. So, hier unten ist noch ein Kürbis. Den holen wir uns noch. Ja, das hätten wir schon viel, viel eher machen müssen. Mit den Glutlingen. Okay, hier sind normale drin. So. Wo sind sie jetzt hin? Ach, da oben. Ach, jetzt stellen die das auf so ein Portal drauf. Genau. Ich brauche Glutlingsamen. Kommt, Jungs, kommt. Nein, normale. Wundert mich gerade, dass da nur normale drin sind. Und die tragen das ja sonst wohin. Ach, da oben. Da oben hin, okay.
Perfekt. Aber auch nur normale. Ich guck mal im Inventar, was kann ich denn hier rauslegen? Ich kann die Flaschen hier rauslegen, oder? Alles ablegen. Dann kann ich hier noch von den paar sammeln. So, sehr gut. Kann ich mich noch ein paar Zweiglinge, genau, die heißt nämlich Zweiglinge. Die einfache Art. Sehr schön. Habt ihr toll gemacht. Schrottchen, hurra. Oh, ich habe so schnell gedrückt, sorry. In der Zwischenzeit kannst du mir weiterhin alles schicken, was du für meine Sammlung als wertvoll erachtest. Ich werde die Dinge ausstellen, sobald wir geöffnet sind. Ah, da habe ich ein bisschen zu schnell gedrückt. Wo sind sie jetzt hin? Stehen die alle hier oben jetzt? Ja, genau. Kommt her. Kommt her. Wir gehen gleich wieder hin, nach oben. Da sind nämlich die Zahnräder, die brauchen wir. So, kommt. Die können wir nicht einsammeln, aber ihr könnt die mitnehmen. So. Und hier unten ablegen. Ab ins Lager damit. Perfekt. Wir gehen jetzt wieder zurück. Dort oben hin, wo wir die Glutlinge uns geholt haben. Denn da liegen... Ist es dunkel? Nee. Da liegen nämlich die Zahnräder, die wir brauchen. Zwei Stück. Ah, hier hoch. Genau. So. Aber ich brauche diese hier. Ja, drei Stück. Zwei. Drei. Okay, der schleppt ihn jetzt wohin? Wo bringt er den jetzt hin? Könnt ihr ja durchlaufen? Tatsache. Aber jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich wieder fünf, um das in Brand zu legen hier. Ah! Ah, okay. Gut, wenn die zurückkommen, dann funktioniert das. Sehr gut. Da seid ihr ja wieder. So, einmal zurückwechseln. Drei, vier. Ne, das hat nicht geklappt. Ich hole mir die nochmal wieder. Fünf Stück. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. So, und da ist das nächste Rad. Perfekt. So, und das schleppt ihr. Ja, wir müssen kämpfen. Oh, das kriegen sie hin. So, dann ist nämlich hier oben schon wahrscheinlich die Eiselflinge, oder? Das wäre ja krass. Juhu! Ach, wir brauchen hier noch dieses Rad. Dieses Windmühlenrad, das ist hier oben. Wie kommen wir denn da hin? Oh, wie kommen wir denn da hin? Hier kann ich nicht durchlaufen, da mache ich Aua. Da oben sind auch nochmal Glutlinge. Wie komme ich hier hoch? Müssen wir hier runter vielleicht? Ah, wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Was heißt hier untersuchen? Achso, kaputt. Ich wette, hier liegt irgendwo so ein Spinnerding. Ach, Spinnerding heißen die. Okay. Ja, ich komme da. Ich komme da. Achso, ich kann die da hoch. Kann ich sie hochwerfen? Ja, das geht. Ich werfe sie einfach hoch. Ah, einmal auswählen. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ja, der andere hat ein Fragezeichen. Ich muss dichter ran. Dichter ran. So, von hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Klappt doch. So, dann brauche ich drei bestimmt von denen, um die zu transportieren.
Weil die können durchs Feuer gehen. Das schadet denen nichts. Ach, 4 brauche ich von denen. Dann hole ich die mal wieder zurück. Du kommst auch wieder. 1, 2, 3, 4. Ah, die springen sogar hier runter. Perfekt. Umso besser. Umso besser. So, dann setz das Ding mal ein. Und jetzt drehen wir dran. Sesam, öffne dich. Cool. Und du? Ach, das ist ein Aufzug. Aufzufahren, ja. Ach, damit können wir hochfahren. Wie cool. Wo auch immer der uns hinbefördert. Ah. Aber Frostfelde. Aber hier brauchen wir wahrscheinlich Frostelflinge. Aber wir kommen hier auch mit denen durch. Das müssen wir hier anzünden, ne? So. Hä? Nee, das hat nicht geklappt. Nochmal. Ah, jetzt. So, hier kommen wir nicht weiter. Wer bist du denn? Weg, 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 weg. Weg, weg. Oh. Oh. Schräger Zwilling 1. Es ist nicht albern. Es ist Talent. Ich bin talentiert. Und du nicht. Nein, nichts da. Es interessiert keinen. Alle hassen es sogar. Es ist ihnen nur zu peinlich, es dir zu sagen. Das ist nicht wahr. Nimm das zurück. Hallo? Jo, du da. Perfekt. Es ist doch albern, oder? Sag schon. Sag mir, dass es albern ist. Was ist blöde? Siehst du? Es ist so albern, dass dieser kleine Idiot nicht mal weiß, was es ist. Hoppla. Okay, ich sag's euch. Es ist albern. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich bin sicher, es ist albern. Sie ist nur neidisch. Nein, ich habe einfach keine Lust, meine Zeit mit etwas zu verschwenden, das so beknackt ist, dass... Redest du mit jemandem? Halt die Klappe. Was ist denn so albern? Oder eben nicht albern? Warum soll ich es erklären, wenn ich es einfach, oh Gott, nicht schon wieder vorführen kann? Bewundert meine Fähigkeiten. Na dann zeig mal her. Oh. Geil. Was für ein cooler Move. Uff. Das ist furchtbar. Also was meinst du? Ja, sag es uns. Findest du es albern? Albern? Sehr albern. Nein. Siehst du? Hab ich doch gesagt, total albern. Pff, nichts als Neid. Moment mal, wer seid ihr? Oh, er sagte, es gebe Zwillinge. Seid ihr Grünschilde? Hey, woher weißt du das? Wer hat dich geschickt? Graumantel, mein Name ist Wake. Und ich bin Kirby, die Kuhle. Graumantel hat dich geschickt? Hm. Nun, dann erlaube uns, uns vorzustellen. Ich bin Tanzsoft. Und das ist? Sag schon, sag deinen Namen. Seufz, ich bin Tanz nicht. Geil. Tanz oft und tanzt nicht. Ha, sie mag ihren Namen nicht. Also, ich soll euch von Graumantel ausrichten, dass man eure, Talente im Hain vermisst. Ach, wirklich? Ja, endlich können wir diesen elenden Eiszapfen verlassen. Hey, Hohlbirne, vergisst du nicht etwas? Etwas Wichtiges? Nein, ich weiß noch, wie man tanzt. Nicht das, das Ding. Du weißt schon, das Ding, das wir verloren haben. Oh, ja, er wird wütend sein. Tja, nun, wir werden es überleben. Okay, Neulinge, wir gehen zurück zum Hain. Trefft uns dort, wenn ihr uns braucht. Ach und, tut mir leid, dass ich dich kleiner Idiot genannt habe. Okay. Krass. Was kommt da denn für ein Vieh an? Nein! Der hat einen Glutling geklaut. Was macht er damit? Oh! Du armes Ding. Taut er auf, ja. Ganz gefährlich. Ich glaube, wir gehen erstmal zum Hain zurück. Aber wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Let's Play weiter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.